Konnichiwa und Servus nach Österreich. Mein Name ist Michael Tauschmann und ich bin Marktmanager der Österreich-Werbung hier in Tokio, verantwortlich für die Märkte Japan, Südkorea und Taiwan. Heute haben wir einen Gast hier bei uns, Florian Gosch, der Marketingleiter des Österreichischen Olympischen Komitees. Servus Florian. Ja, hallo Michael, freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam sind und über unsere Partnerschaft etwas erzählen dürfen. Ich melde mich hier direkt aus der Tokyo Bay. Im Hintergrund sehen Sie die Tokyo Rainbow Bridge und auf der Nachbarinsel befindet sich das Olympische Dorf, wo mittlerweile auch einige österreichische Athleten bereits eingetroffen sind. Ich wohne seit 6 Jahren hier in Tokio und freue mich, Ihnen und der gesamten Tourismusbranche in Österreich ein Update über die Aktivitäten der Österreich-Werbung rund um Tokio zu liefern und Ihnen ein Stimmungsbild aus Tokio live zu vermitteln. Heute beginnen die Olympischen Spiele. Der große Auftakt ist natürlich die Eröffnungsfeier im Olympiastadion, die heuer leider Corona-bedingt ohne Live-Publikum stattfinden wird. Die Entscheidung, dass keine Zuseher bei den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen, wurde gerade erst vor 2 Wochen gefällt. Gleichzeitig am selben Tag wurde über Tokio der nächste Ausnahmezustand verhängt. Das sind die letzten Entscheidungen einer Reihe von sehr strikten Maßnahmen, auf die sich die japanische Regierung und das Olympische Komitee geeinigt haben, um hier diese Spiele möglichst safe and secure, wie das der japanische Premierminister Suga gerne betont, durchführen zu können. Florian und ich konnten bereits vor 3 Jahren bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit dem physischen Österreichhaus den österreichischen Athleten und Athletinnen ein gewisses Heimatgefühl mit nach Südkorea bringen und auch internationalen Gästen österreichische Highlights aus Kulinarik, Kultur und Tourismus zum Besten geben. Heuer gibt es eine Premiere und zwar mit dem digitalen Austria-Haus. Florian, was können wir dort erleben? Ja, wir freuen uns sehr, dass wir hier gemeinsam mit der Österreich-Werbung trotz der herausfordernden Zeiten rund um die Pandemie das Erfolgsprojekt Österreich-Haus nun in die digitale Welt transferieren konnten. Das Austria-Haus wird ein zentraler Hub für den Sport, für den Tourismus, für die Wirtschaft sein. Wir werden topaktuell täglich alle News rund um das Olympic Team Austria praktisch präsentieren, mit Interviews, mit Hintergrundberichten, mit hochattraktiven Videos. Und wir haben im Vorfeld gemeinsam mit der Österreich-Werbung unsere Athleten begleitet an ihren Kraftplätzen quer durch Österreich, an wunderschönen Orten, an der Schnittstelle zwischen Tourismus und Sport. Das heißt, es ist uns gelungen, im digitalen Österreich-Haus sowie im analogen Österreich-Haus die Themenbereiche Sport, Tourismus und Wirtschaft sehr attraktiv zu verknüpfen. Und wir freuen uns jetzt auf den Start der Olympischen Spiele. Die Athleten brennen auf ihre Einsätze, haben sich äußerst gut vorbereitet, haben nach 5 Jahren Vorbereitung jetzt wirklich die Olympischen Spiele vor der Tür. Und die Stimmung ist gut, trotz der Herausforderungen. Und wir freuen uns sehr auf den Start und drücken allen Athletinnen und Athleten die Daumen, dass sie die besten Leistungen abrufen können. Und wir freuen uns auf die Kooperation mit unserem Premium-Partner des Austria-Hauses, der Österreich-Werbung und auf eine spannende Zeit hier in Tokio. Und ja, es kann losgehen. Vielen Dank, Florian. Danke, dass du hier in die Tokyo Bay gekommen bist. Ich melde mich wieder in einer Woche mit einem Update über unsere Aktivitäten zu Olympia. Bis dahin wünsche ich einen wunderbaren olympischen Auftakt und wir sehen uns wieder.